Der Musikverein Grafenwert tritt in der Stufe B an und ihr hört als Pflichtstück die kleine Alpenfantasie von Manfred Sternberger und als Selbstbeispiel dann Fascinating Drums von Ted Huggins. Und wir wünschen natürlich dem Musikverein gutes Gelingen und viel Erfolg. Thank you.
das war also das Pflichtstück Kleine Alpenfantasie von Manfred Sternberger. Sie werden ja sicherlich alle das Motiv darin erkannt haben, das bekannte Lied In die Berg bin ich gern, welches hier verwendet und dann auch verarbeitet worden ist. Weiter geht es jetzt dann mit dem Selbstwahlstück, und zwar dem Werk Fascinating Drums von Ted Huggins. Ted Huggins ist eigentlich nur ein Pseudonym. Der gute Mann ist weitaus besser bekannt unter dem Namen Henrik van Lijnschoten, ein wichtiger und großer holländischer Komponist, vor allem allen Blasmusikern bestens bekannt durch seine 20 Tune-Ups, die so ziemlich jeder von uns schon einmal irgendwo gespielt haben wird. Der Musikverein Grafenwert besteht aus ca. 30 Musikern und das Gründungsjahr der Kapelle ist 1913. Das heißt, nächstes Jahr gibt es sicherlich große Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Bewertet werden übrigens 10 verschiedene Punkte, die ich Ihnen dann im Rahmen der Bewertung vorlesen darf. Ja, die Jury ist soweit und wir werden nun das Selbstwahlstück Fascinating Drums. Thank you.
Stimmung und Intonation. 8,5, 8,5 und 8 Punkte. Ton- und Klangqualität. 8,5, 9 und 8 Punkte. Phrasierung und Artikulation. 8,5, 9 und 9 Punkte. Spieltechnische Ausführung. 9, 9 und nochmals 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel. 8,5, 8,5, 8,5. Tempo und Agogik. 9, 9,5 und 10 Punkte. Dynamische Differenzierung. 9, 9 und 9 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance. 8,5, 8,5 und 9 Punkte. Interpretation und Stilempfinden. 9, 9,5 und 9,5 Punkte. Und schließlich noch der musikalische Gesamteindruck. 3x 9 Punkte. So, wir kommen zur Bewertung des Selbstballstückes Fascinating Drums. Stimmung und Intonation. 8,5, 8,5 und 9 Punkte. Ton- und Klangqualität. 3x9. Phrasierung. Bitte nochmal Stimmung und Intonation. 8,5, 8,5 und 9. Ton- und Klangqualität. 3x9 Punkte. Phrasierung und Artikulation. 8,5, 8,5 und 9. Spieltechnische Ausführung. 9,5, 9,5 und 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel. 9, 9 und 9,5. Tempo und Agogik. 9,5, 9,5 und 10 Punkte. Dynamische Differenzierung. 3x9 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance. 8,5, 9 und 9. Interpretation und Stilempfinden. 9,5, 9,5 und 10 Punkte. Und der musikalische Gesamteindruck. 9,5, 9 und 9,5 Punkte. Ja, wir gratulieren sehr herzlich zu 90,08 Punkten.